Damals, als wir den Verein gegründet haben, war für uns klar, dass wir jedes Jahr irgendwie ein Vereinsfest organisieren wollten. Das haben wir auch getan, allerdings in einem kleineren Rahmen. Wir waren ursprünglich im Bugapark mit 10 Leuten, haben eine Wurst gegrillt und ein Bier getrunken. Und so hat sich das halt von Jahr zu Jahr entwickelt, sodass wir heute hier im Waschhaus sind und 2 Tage Festival haben. Also ich bin Fia, bin 12 Jahre alt und freue mich mega, hier Botschafterin des diesjährigen Akzeptanzfestivals zu sein. Meine Schwester Emilia ist gehörlos und deswegen habe ich halt mal angefangen, Gebärdensprache zu lernen. Ja, damit sie das auch verstehen kann und dass auch andere Menschen das verstehen können, die nicht hören können. Das Festival ist einzigartig. Wir bringen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Wir bringen Menschen allen Altersklassen zusammen. Wir werden Kinder hier auf dem Festival sehen, denen ein Angebot schaffen. Wir werden Erwachsene sehen, Jugendliche. Aber auch Omis und Opis werden vorbeikommen. Und ich würde mich halt freuen, wenn dieser Platz voll wird und wenn die Menschen das annehmen und zusammen für Inklusion feiern. Solange immer noch viele Menschen ausgeschlossen sind vom Leben in der Gesellschaft, also in Einrichtungen wie Förderschulen beschult werden, in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten oder in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung leben müssen, solange das ein Normalzustand noch auch nicht nur in Potsdam, sondern auch in Brandenburg ist, solange sind so eine Festivals auch so wichtig, um zu zeigen, eigentlich wollen wir was anderes. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft, wir wollen, dass alle teilhaben können. Wir wollen niemanden ausschließen und wir wollen, dass alle gleichberechtigt an unserem Leben teilnehmen können. 1, 2, 3, 4! Unser Ziel ist es, mit dem Akzeptanzfestival Barrieren abzubauen. Vor allem aber die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Wir verstehen Inklusion als Gesellschaftskonzept und genau dort fängt es an. Wenn jeder für sich ein Stück weit dazu beiträgt, Inklusion zu leben, ist eine Treppenstufe gar nicht mehr das Problem. Ich denke, Musik kann dabei helfen, Vorurteile abzubauen und Menschen zusammenzubringen, damit die Welt ein Ort wird, wo sich alle Leute sicher und akzeptiert fühlen.